Hallo und willkommen zurück zu Dark Rose Valkyrie. Ich war in der Zwischenzeit fleißig und habe einige Missionen erledigt. Die können wir hier schon mal abgeben. Eine habe ich offen gelassen. Und zwar fangen wir mal oben an. Diese Buckhorns habe ich aus dem Park bekommen. Stand hier halt drin, von den Galadia im Hibiki-Park. Da bin ich in dem Park gewesen, habe immer angeguckt, welche Viecher sehen so aus, als ob sie Hörner hatten. Und tatsächlich, das waren dann auch diese Galadias. War sehr einfach. Dann Raging Monkey hatten wir letzte Folge gemeinsam gemacht. Analyse-Report, Mothrim. Da bin ich im Einkaufszentrum gewesen und habe gegen diese Mothrim dann ein bestimmtes Item eingesetzt, was sie dann analysiert, damit ich nicht alles da einzeln rausfriemeln muss. Das ging dann auch sehr schnell. Patrouille hatten wir gemeinsam gemacht. Sharpblade, genau, das waren in diesem riesigen Raum in der Shopping Mall. Da waren halt diese Mad Mantis. Und hier war dann auch in demselben Gebiet, na, etwas weiter hinten. Also wenn man durch diesen ganz riesigen Raum noch weiter durchgeht, gibt es noch einen kleineren Raum dahinter. Und da war dann halt dieser King Scorpion. Oder King Scorpion. Und die Mission können wir jetzt alle mal abgeben. Da bekommen wir also Informationen, wo weitere Lost Items sind. Da bekommen wir neue Verteidigungsausrüstung zum Craften. Nochmal verlorene Gegenstände irgendwo auf der Map. Irgendwelche Verstärkungsteile zum Craften. Gucken wir uns gleich mal an. Ja, auch irgendwie so zwei. Ein Ausrüstungsteil und einen Trank. Und hier nochmal Lost Items, die wir irgendwo finden können. So, die letzte Mission. Da glaube ich, das war dieses Zeichen, was ich halt nicht verstehen konnte. Das sieht nämlich genauso aus wie hier bei dieser Mission. Da müssen wir alle Viecher, die da rumstehen, am Tag killen und alle Viecher, die da in der Nacht sind, rumstehen, killen. Das heißt, ich werde da mal am Tage hingehen und alles töten und so lange da bleiben, bis es Nacht wird und dann weiter alles töten. In der Hoffnung, dass dann irgendwann die Mission erledigt ist. Das machen wir dann gemeinsam. Aber jetzt wollen wir uns erstmal ausrüsten. Material Delivery, da bin ich ein bisschen vorsichtiger. Ob ich da noch alles abgeben sollte. Ich denke mal, diese Sachen hier kann ich gefahrlos abgeben. Das bringt ja auch viel Geld. Achso. So, und diese Sachen, die bringen kaum was. Die bringen natürlich Materialien. Das bringt sehr viel Materialien. Achso, ich habe auch nur 3. Genau, 16 Marken würde ich dafür kriegen. Ja, muss ich mal abwarten. Dann Tailoring habe ich gesehen. Da hatte ich immer nur bei Asai geguckt und der hat nicht zu tailern. Wenn ich jetzt bei Ai mal nachschaue, könnte sie tatsächlich ihren Badeanzug schneidern lassen. Und der ist ja auch halbwegs günstig für 250.000 Marken. Das heißt, da können wir dann in ein, zwei Jahren Spielzeit wahrscheinlich nochmal nachgucken, ob wir da genug Geld zusammen haben. Oder einen Strohhut für 10.000. Könnte ich mir zwar leisten, mache ich aber nicht. Das Geld muss sinnvoller angelegt werden. Ach genau, was? Proof Inner? Was soll das? Keine Ahnung. Machen wir mal Development. Ob da irgendwas. Also der ist auf jeden Fall neu zugekommen, müssen es nur finden. Hier weiß ich nicht, ob ich die Sachen überhaupt brauche.
Was gut wäre, dieses Analyseteil. Können wir das herstellen? Monsteranalyse? Nö. Oder hier? Nö. Gut, was können wir hier machen? Das ist alles alt. Alt. Können wir alles schon. Hier sind neue Sachen dazugekommen. Flare Fender, Frost Fender, Riser Float Fender. Kostet ganz schön viel. Was ist denn realistisch? Coolant haben wir nicht. Das ist vielleicht realistisch, wenn, wenn wir noch ein bisschen Insulation Agent kriegen. Aber ich weiß auch nicht, ob ich diesen Flare Fender überhaupt haben will. Da müsste ich dann wieder einen Bosskampf haben, wo ich weiß, der macht ganz, ganz viel Feuerschaden. Denn wir sind dann dadurch stärker gegen Feuer, aber schwächer gegen Elektrizität. Und hier ist halt stark gegen Eis, stark gegen Blitz. Und hier, der wäre eigentlich ganz gut. Macht noch Evasion besser und bringt Defense. Also der wäre wirklich gut. Da brauchen wir Rubber, Resin und Helium. Schauen wir mal, ob wir das kriegen. Rubber würden wir da kriegen. Resin würden wir da kriegen. Also komm, dann gebe ich das schon mal ab. Das Resin brauchen wir. Hä? Rubber brauchen wir. Ja, mehr kann ich jetzt gar nicht. Gut, ist also noch in weiter Ferne. Und mehr nicht. Möglicherweise sind hier Sachen zugekommen, das kann gut sein. Das sieht so aus, als ob das hier neu wäre. Brauche ich nur irgendwoher Kabel, keine Ahnung, wo ich Kabel herkriege. Naja, das werde ich mir in Ruhe dann mal anschauen. Wir kriegen die nächste Mission auch ohne das Zeug hin. Brauche ich hiervon irgendwas? 1000 AP sind nett. Ja. Gut, Remodeling. Wir haben nur 13 Blei, das heißt, wir könnten zwei Sachen remodeln. Ja. Ja, ich weiß nicht. Komm, wir machen es einmal. So, Rest spare ich mir auf. Dann können wir Marken ausgeben. Wir haben einige Marken bekommen. Medaillen meine ich. 58 haben wir jetzt. Scheint viel zu sein, aber mal sehen. Ich will noch mal bei den Formationen gucken. Da haben wir keine Cooperation Arts, das ist halt ein bisschen schade. Da erholt sich der Rear Guard besser, kriegen die halt mehr AP und Hitpoints zurück. Und Special Attack von denen ist besser. Accuracy of all attacks klingt auch gut.
Was ist Invasion? Learn information that decreases invasion. Was ist Invasion? Ach, Evasion meinen die bestimmt. Ja. Ich kann mich da nicht entscheiden. Einen will ich aber lernen. Ich will den mal lernen. Dann haben wir bessere Accuracy und noch ein paar andere Sachen. So, die anderen Sachen. Vielleicht bleibe ich erstmal bei diesen kleineren Sachen, so bis Level 3. Machen wir erstmal die... Okay, da geht es nur bis 2. Okay. Special Texte sind wir schon bei 7. Okay, bei den Skills sind wir so langsam durch. Oh ne, doch nicht. Eieiei. Design-Dokument. Wieder Tailoring irgendwas. Ist mir zu teuer, Tailoring. Support-Techniken. Ja, haben wir einiges gelernt. Keine Ahnung, ob die Leute jetzt auch Skills dazu bekommen haben oder... Gerade bei Support würde mich mal interessieren, ob da irgendwo... Das hatten wir alles schon. Ja, werden wir denn sehen bei Gelegenheit. Das heißt, wir gehen jetzt auf Exterminierung. Es ist jetzt Nacht. Wäre vielleicht ganz gut, wenn ich am Tag erstmal rausgehe. So, wir können jetzt... Ich glaube, wir gehen hier einfach so aus der Tür raus. Warum ist das Nacht? Okay. So, und hier, da blinkt es ja so schön. Da jetzt einfach alles besiegen. Ich stehe jetzt nicht auf Auto, weil mich das zu viele Hitpoints kostet.
攻めましょう。行動開始。 参ります。 Ach, jetzt kann er da nicht angreifen. Ich halte es nicht aus. So, die Formation hatte ich nicht gewechselt, das können wir auch noch mal eben machen. Aha. Das habe ich gelernt. Okay, jetzt muss natürlich auf Position 1 jemand stehen, der Melee benutzt. Das muss ich nochmal eben gucken, wer das ist. Also auf jeden Fall nicht Asai. Asai, sag mal, du nutzt ja mal das hier, das sind alles Schüsse. Du benutzt das hier, das ist ja ein bisschen gemixt. Ist gar nicht da. Ja, das ist doch eher so Melee-lastig. Also Yul könnte das ruhig sein. Soll ich echt Yul nach vorne stellen? Dann krieg ich die ganz schön aufs Maul, ne? Naja, wir testen das mal. So, du gehst dahin. So. Genau. Beim Wechseln, dann wäre er hier auf Position 1. Er hat ganz gut Hitpoints, das ist sicherlich nicht schlecht. So lassen wir das mal. Moment, war es das? Das Symbol ist ja noch da. Moment mal, kann man das bei Mission jetzt schon mal sehen, ob da irgendwas erfüllt wurde? Ja, tatsächlich. Day haben wir erfüllt. Das heißt, wir müssen jetzt auf Nacht warten. Das eine Monster hatte noch gefehlt. Super. Wäre ich da letztes Mal nicht so ungeduldig gewesen. Ach, das sind meine Schritte, wo ich lang gegangen bin, oder nein?
sind Viecher. Genau. Wir haben Lost Dinger noch. Irgendwo haben wir Lost Items freigeschaltet. Die sehe ich jetzt hier aber nicht. Das heißt, doch da ist ein Hidden Item. Da kommen wir mal eben hin. Ganz schön schnell so eine Raupe, ne? Hätte man gar nicht gedacht. Okay, da müssen wir da über die Brücke. Und man kann ja auch suchen, können wir uns mal machen. Mina, Toshiga. Ein Frostfender. Ja, haben wir schon mal Schutz vor Kälte. Wenn wir denn wollen. Wir können ja mal gucken, ob dir das was bringt. Ja, 10 Accuracy verlierst du dann. Dafür bist du dann halt stärker gegen Kälte geschützt. Ich weiß nicht, ob ich das haben will. Du kriegst dann ein bisschen mehr Verteidigung, ein bisschen halt schwach gegen Feuer. Machen wir mal. Sonst noch irgendwo was? Nö. Dann wird es ja auch gleich Nacht, ist ja kein Problem. Ich glaube, hier können wir die Zeit nicht einfach so beschleunigen. Und einfach so in die Basis gehen, nur um jetzt ein paar Stunden vorzuspulen, das bringt, glaube ich, auch nichts. Ich habe übrigens noch ein anderes Spiel jetzt mal privat ausprobiert. Und da kann man auch die Sprachausgabe auf Englisch oder Japanisch stellen. Und wenn man die direkt am Anfang auf Japanisch stellt, dann ist halt die gesamte Öffnungssequenz dann auf Japanisch und das ohne Untertitel. Ist auch super. Später sind ja auch die Texte so eingeblendet, da geht es dann wieder. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es alle Cutscenes betrifft oder nur am Anfang. Keine Untertitel. So, jetzt nehmen wir doch die mal hier. Hallöchen. Das sind übrigens diese Garellias oder so ähnlich, da die mit den Hörnern. Ja, das sollte jetzt überhaupt gar kein Problem sein. Ah ne, das sind Schoko. Jetzt vor allen Dingen auf die Accuracy. Die Ranged Accuracy soll jetzt ja für unsere Leute besser sein. Die, also bis auf Google. やるぞ。さて。そこ。
Ich habe übrigens mal geguckt, warum Yue und Asahi immer so schnell wieder dran sind. Yue hat Speed 14, Asahi hat Speed 13. Macht ja aber auch immer nur einen Level 2 Angriff, während Yue einen Level 3 Angriff macht. Und die anderen beiden da unten, also Ai und Kengo, die haben Speed dann nur 12. Und Q zum Beispiel hat Speed nur 10. Das wäre also eine ganz große Katastrophe. Und ich weiß nicht, wie man Speed steigern kann. Jedenfalls scheint es nicht mit Agility möglich zu sein. Oder man muss sehr, sehr oft Agility steigern. Ich weiß. So, wenn man jetzt hier mal schauen würde, Speed 12, Agility wäre ja die logische Sache. Da könnte ich ganz viel steigern und ansonsten Skill. Irgendwie kriege ich keinen Speed. Wisdom wird wohl kaum Speed erhöhen, aber man weiß ja nie. Das wären natürlich ganz kostbare Items, die es schaffen, den Speed um 1-2 Punkte zu steigern. Gut, aber machen wir hier jetzt erstmal unsere Skills. Kengo. Nee. Da wird was passieren. Wisdom. Okay, da geht jetzt Wisdom auf 3, dann machen wir das zumindest hier mal auf Level 2. Also auf 20 Punkte. Und dann nochmal Firearm von mir aus. はい。やるぞ。さて。そこ。見えた。
Also gefühlt treffe ich schon besser jetzt. Wir müssen mal gegen starke Monster abwarten, ob Yue denn ständig aufs Maul bekommt. Das Gewusel scheint weg zu sein. Ist die Mission? Nee, Nacht müssen wir noch. Hallo? Ich will auch jetzt mal Arts machen. Mal sehen, ob da irgendwelche Combo-Arts jetzt bei rauskommen. Weil die gerade so schön beieinander stehen. Mach ich das mal so. ここはこいつです。こんなのはどうっすか。さあ。こいつ。次。状況終了。 Ja, geht schnell, kostet natürlich auch AP. Sehr schön, damit haben wir unsere letzte Quest für diese Episode absolviert. Also es gibt diesen Abschnitt. Hat sich nichts getan. Ich denke, weil wir gerade sowieso noch unterwegs sind, gehen wir noch einmal kurz in den Park. Und Schutz schauen danach verloren Schätzen. Wir waren schon lange nicht mehr im Park. Und wir haben jetzt neue Aufenthaltsorte von verlorenen Items bekommen. Und da können wir mal schauen, ob hier was zu sehen ist. Also hier schon mal nicht. Können wir aber hier Schnellreise machen. Sieht jetzt auch nicht so aus, als ob hier noch was liegt. Oder muss man denn da direkt vorbeigehen? Ich gehe mal wieder, dann gucken wir noch mal einmal im Einkaufszentrum. Kann hier auch Schnellreise machen. Da liegt was. Und sonst auch nichts auf dieser Ebene. Ich denke, da kommen wir jetzt im Kampf nicht rumrum. Ah, versuchen wir mal. Ich glaube, in den Raum wären sie nicht mitgegangen. やらなきゃ。攻めましょう。当てる。そこ。この辺そこ。崩してみせる。突貫します。対象沈黙。
です。やらせはしません。Skillfender, das ist auf jeden Fall was Besseres schon. Du hast auf jeden Fall ja schon mal was Gutes. Du jetzt quasi auch. Du Scalefender würde bringen ein bisschen Melee Accuracy weniger, dafür 55 Defense, dafür, dass du ganz vorne stehst, bitteschön. Oder Combat Fender stattdessen. Das ist schon okay. Kingo. Oh, Combat Fender. So, haben wir die Sachen auch ein bisschen verbessert. Dann gehen wir, würde ich sagen, per Schnellreise ins nächste Gebiet hier. Den nehme ich jetzt eben mal so mit. Oder? Ach komm. Der ist gerade taub und blind. Dann gehen wir mal erstmal nach unten. Ich sehe nichts. Dann nach oben. Und da sehe ich auch nichts. Da können wir nur einmal versuchen, ob ich die Steine da jetzt kaputt kloppen. Ob ich die Steine, die Kisten da kaputt kloppen kann. Nein, da fehlt mir noch irgendwas. Wieder zurück. Mich wundert, dass hier keine Gegner aufgepoppt sind. Mina, 調子が悪い時は 遠慮なく言うんだぞ. Also raus. Dann frage ich mich, wo diese Lost Items denn sind, die wir jetzt da finden können. Ich kapiere das nicht. Oder haben wir in der Stadt noch nicht alles erkundet? Das ist egal. Das werden wir im Rahmen der nächsten Mission bestimmt, werden wir noch viel rumlaufen. Gehen wir zur Militärbasis zurück. Geben die letzte Mission ab. 60 Tage hätten wir noch Zeit gehabt. Achso, noch wieder Reinforced Parts. Zur Waffenverbesserung können wir jetzt noch mehr Sachen herstellen. Und dann muss es ja hier jetzt irgendwo weitergehen. Mit einem Gespräch. Kuga Data Kara. 次のキメラの出現位置を予測した。それによると、数時間後に呉浜基地に大量のキメラが現れるらしい。Anhand unserer Daten hat Ku die nächsten Bewegungen der Chimären vorausgesehen. Eine Horde von Chimären wird wohl demnächst an der Kurehama-Basis erscheinen. 予測される数と状況から。ソルも出現する可能性が 80% 強だから。
anhand der vorher berechneten Zahlen und basierend auf der derzeitigen Lage gibt es eine 80%ige Wahrscheinlichkeit, dass auch Sol erscheinen wird. Unsere Kundschafter haben bereits die Anwesenheit von Chimären bestätigt. Es lohnt sich also, einen Trupp auszusenden, um nachzusehen. Und diese Mission obliegt Valkyrie Force. Geht zur Kurehama-Basis, eliminiert die Chimären und nehmt Sol in Gewahrsam. Wiederholt. Jawohl, Ma'am. Valkyrie Force wird die Chimären in der Kurehama-Basis eliminieren und Sol gefangen nehmen. Ai, daijoubu? Bist du okay, Ai? Daijoubu. Watashi o shinjite. Ie, shinjisasete miseru kara. Ja, es geht mir gut. Bitte vertrau mir. Ich werde es euch allen beweisen. Sono kigai. Teki ni au made totte oite kudasai, Mashi. Ima kara dewa genchi ni tsuku mae ni hero hero ni narimasu wa yo. Bitte bewahr dir deine kämpferische Einstellung, bis wir den Feind treffen. Ansonsten ermüdest du dich, bevor die Schlacht überhaupt beginnt. Ja, da hast du recht. Ich sollte noch nicht so eifrig sein momentan. Das Gefühl kenne ich nur zu gut aus Zeiten, wo ich noch Online-Rollenspiele gespielt habe. Dann war es irgendwie Patch Day oder was auch immer. Und die logische Konsequenz wäre eigentlich gewesen, früh schlafen zu gehen, um dann morgens das frisch gepatchte Spiel dann genießen zu können. Aber stattdessen denkt man sich, ach komm, das Patchen soll um 2 Uhr morgens zu Ende sein. Vielleicht ist es ja auch schon um 1 Uhr morgens zu Ende. Und dann guckt man immer wieder nach und ist dann ganz aufgedreht. Und letztendlich dauert es dann aber doch eine Stunde länger. Dann ist es 3 Uhr morgens. Dann will man es aber unbedingt nochmal ausprobieren. Dann stürzen die Server aber immer wieder ab, weil jetzt ein großer Ansturm da ist und weil der Patch noch nicht richtig funktioniert. Und irgendwann geht man dann um 5 Uhr morgens ins Bett, ohne dass man effektiv irgendwie hätte spielen können. Und ja, die ganze Energie ist dann halt weg. Special Force Valkyrie wird sich nun vorbereiten auf den Ausritt. Keine weiteren Gespräche? Was ist denn da los? Müssen wir also Kurehama-Basis durchsuchen. Aber jetzt will ich nochmal eben gucken, was wir hier... Nee. Bei Development... Melee Attack... um 12% stärker. Das wäre eigentlich dann was für Yue, wenn sie schon vorne steht. Und was ist Output bitte? Increased Turn Speed. Das wäre schön. Hat jemand mal 5 Zylinder und 5 Ölpumpen für mich? Ich nehme jetzt dieses Melee-Teil.
Ja, den Rest weiß ich nicht. Remodeling für Jule. Custom. Ein Grett, bitte. Ich überlege gerade, ob ich bei ihr auch Remodel sagen soll. Kostet ja auch nur 2500 6 Lied. Machen wir mal. So, wir haben noch ein paar Medaillen bekommen. 14. Den noch mal mit. So, dann haben wir da die Zweier weg. Als nächstes gehe ich dann da auf Stufe 3 bei den Sachen. Und dann schauen wir mal. So, dann werden wir das jetzt aber beenden. Das mit der Basis wird ja wohl noch ein bisschen dauern. Dann gucken wir nächste Folge mal, was da abgeht, ob wir das Soul treffen oder was so los ist. Also, bis morgen. Tschüss.